letztendlich aufgetaucht, Mr. Baker? Ich habe dir nie meinen Namen genannt. Du kannst dir leicht vorstellen, wer es mir gesagt hat. Nein, nicht wirklich. Ich weiß nicht, wer es dir gesagt hat. Kannst du erklären, was los ist? Kein Grund, so aufgebracht zu sein. Christopher, weißer Fuchs. Wieso seid ihr hier? Wieso habt ihr deine Maske auf? Ich habe sie eingeladen. Hast du ein Problem damit? Wir sind wichtiger, als du denkst. Ich möchte nur meine Kinder sehen. Wo sind meine Kinder? Also bist du immer noch daran interessiert, sie zu finden? Natürlich, wegen ihnen bin ich ja schließlich hier. Ich dachte, sie wären... Alles hat seine Zeit, Mr. Baker. Ich würde dich gerne fragen, was denkst du, wer ist Walt? Mit einbezogen in das Verschwinden deiner Kinder. Ihr alle, ich, Markus Demo. Huiuiuiui, was sagt denn hier mein Detektivkopf? Also wer ist dran schuld, dass meine Kinder verloren gegangen, also verschwunden sind? Das Einfachste wäre, würde ich sagen, würde ich. Weil irgendwie anscheinend sind sie ja wegen mir verschwunden, ne? Ich weiß nicht, welche Rolle der Markus spielt. Der Markus ähnelt ja so ein bisschen mir. So sinnbildlich. Und ihr alle, na, ein bisschen frech. Das zu behaupten. Aber... ich weiß, ich weiß doch nicht, inwieweit der Markus... Ich sag jetzt mal ich. Sag mir nicht, dass ich schuld bin. Oh, hast du es herausgefunden? Ach, und die Maske ist ab. Ich habe ein paar Flashbacks. Flashbacks über Events, an die ich mich nicht erinnere. Leider helfen sie mir nicht dabei, mich an irgendetwas zu erinnern. Es ist, als wäre mein Kopf leer. Empty Head. Da haben wir es jetzt. Warum das Spiel so heißt, wie es heißt. Hahaha. Darum bist du hier, Mr. Baker. Wir sind hier alle nur für dich hier. Damit du verstehst. Du erinnerst dich an die meisten Dinge nicht wegen deinem Trinkverhalten. Es ist doch nur eine kleine schlechte Angewohnheit von mir. Das Trinken hilft mir, dass ich an viele andere Dinge nicht denken muss. Zum Beispiel, wie oft ich gescheitert bin als Anwalt. Irgendwie habe ich es auch geschafft, über den Tod von McKeans Ehemann zu vergessen, obwohl es mich noch nicht mal betroffen hat. Wir hofften, dass dieser Trip helfen würde, dass du alles verstehst. Markus, Alice. Alice? Es ist alles miteinander verbunden. Aber wieso habt ihr mir das nicht von Anfang an gesagt? Ich check immer noch nichts. Wir wussten nicht, wie du reagieren würdest. Aber noch wichtiger, mit deinem momentanen Status wussten wir nicht, ob wir dir vertrauen konnten. Oder du uns vertrauen würdest. Du hast es wahrscheinlich noch nicht herausgefunden, aber Alkohol führt dazu, dass du eine schreckliche Person wirst. Mhm.
Wie soll ich denn euch Glauben schenken? Du hast es mal in einer Verhandlung erwähnt heute. Du hast ein Problem erwähnt. Der Anwalt, wer auch immer, konnte nicht glauben, dass du alkoholisiert bist oder dass du ein Alkoholiker bist. Denn schließlich wusste das nur deine Familie bisher. Wenn du es mir nicht glaubst, dann schau in den Spiegel. Oh ja, bitte. Ich möchte in den Spiegel schauen. In den Spiegel. Oh, er bewegt sich von alleine. Okay. Dann lasse ich ihn laufen. Oh. Ja. Oder was? Das war ich die ganze Zeit. Verstehst du nun, Mr. Baker? Do you get it? Du bist deine eigene Nemesis? Ich kenne nur Amnesie. Was ist ein Nemesis? Dein eigener Verstand? Was soll ich nun tun? Du solltest derjenige sein, der es entscheidet, was nun zu tun ist. Aber ich möchte doch nur meine Frau sehen und meine Kinder wieder. Das ist das Einzige, was gerade wichtig ist für mich. Oh, Harold, ich wusste. Stopp hier. Ihr könnt ihm nicht vertrauen. Ihr beide wisst, was zu tun ist. Sag das nicht. Er glaubt ihm kein Wort, was er da sagt. Offensichtlich lügt er, damit er aus der Sache herauskommt. Sarah? Ach, das ist Sarah. An dir kommt nichts vorbei, nicht wahr? Warte mal, Sarah war noch mal. Sarah, Laura, ich verwechsel die zwei ständig. Sarah war die Tochter, gell? Nicht die Frau, ich glaube, die Ehefrau war Laura. Und die Tochter war Sarah. Oder vielleicht soll ich dich Dad nennen. Oh, ich bin so schlau. Das war die Tochter. Das war die ganze Zeit die Tochter. Kriegt nicht zu viele komische Gedanken. Ich bin nur die Symbolisierung deiner Tochter. Aus deinem Verstand hergestellt. Diese Welt wurde kreiert durch deine eigene Schuld. Die einzige reale Person hier bist du. Also ich. Also sogar meine Kinder sind von dir kreiert. Das stimmt. Deine wahre Familie ist immer noch zu Hause, Mr. Baker. Sogar ihr seid. Ja. Jeder von uns hat dieselben Erfahrungen und dieselben Ängste und Gefühle wie deine Kinder und Frau. Mr. Baker, dein Sohn ist so schüchtern, wie er nur sein könnte, und verbringt viel Zeit damit, sich unakzeptiert zu fühlen, also abgelehnt zu fühlen. Er hatte Angst vor den Augen seines eigenen Vaters. Die gleichen roten Augen von dem ganzen Trinkgelage. Oh. Und die gleichen Augen, die ihn so böse anstarren. Wir hatten die Chance, ihn zu treffen, oder sie zu treffen, aber sie akzeptieren uns nicht.
Sie lehnen uns ab. Alice, Alice, sie machten es, weil du, Mr. Bakers, Alice bist. Keine Ahnung. Das stimmt, ja, genau. Sarah zögerte, als ich ihr erzählt über meine Freundschaft mit Mr. Baker. Aber am Ende glaubte sie mir. Wovon redet ihr da? Und sie ist nicht die Einzige. Ich glaube immer noch an ihn. Nonsens. Was ist mit Thomas? Er ist weggerannt. Bin mir sicher, er hasst seinen Vater immer noch. Nein, du liegst falsch. Thomas hat mir freiwillig den Weg gezeigt. Er wollte, dass ich in Christopher reinrenne. Ah, das stimmt, weißer Fuchs. Mir ist alles erklärt, Kit. Thomas, ja genau. Er war der Erste, der wollte, dass Mr. Baker die Wahrheit erfährt. Mr. Baker. Erinnerst du dich, als du deine Frau geschlagen hast mit einer Weinflasche? Wovon redest du da? Susan, tu das nicht. Mr. Baker braucht sich nicht an die Vergangenheit zu erinnern. Chris hat recht. Harold. Tut ja schon leid, was er alles getan hat. Auch wenn er sich nicht an alles erinnern kann. Du hast recht. Ich muss mich nicht an die Vergangenheit erinnern. Alles, was ich tue, füttert nur mein Schuldgefühl. Susan, bitte. Ich bin nicht mehr der gleiche Mann wie vorher. Dank dir. Darum möchte ich dir einfach nur danken. Mr. Baker. Sarahs Wut auf dich. Es war wahrscheinlich die Wut auf Mr. DeVoe. Der ja auch solche Beziehungen hatte mit seiner Tochter. Harold, ich weiß. Du bist Laura. Oder zumindest bist du die unglückliche und insecure Laura. Und das ist meine Schuld, dass sie sich so gefühlt hat. Warte mal, Laura war nochmal. Ah ne, da war Laura unsere Ehefrau. Achso, ja, genau. Bin total verwirrt. Ach, die Idee. Aber dank dir bin ich jetzt hier. Ich hätte nie die Kraft gehabt, das alles zu tun, wenn es nicht für dich gewesen wäre. Mr. Baker, ich denke, es ist an der Zeit, dass du zu deiner Familie zurückkehrst. Denkst du mich auch? Keine Angst. Da schreit er voran, blickt sich nochmal um, weiß nicht, was er sagen soll und sagt, seid ihr sicher, dass ich ready bin? Natürlich, Harold. Dann ist das ein Tschüss. Auf Wiedersehen. Vergiss uns nicht, Mr. Baker. Danke, Mr. Baker. Ohne dich wäre ich nicht in der Lage gewesen,
Vergebung zu finden in uns? Und wir würden weiterleben in diesem, in dieser Wut, in diesem Albtraum halt. Sie weint. Und ich kann endlich sehen, dass ich glücklich bin. Ui. Und ich denke, ihr solltet es auch sein. Da hast du recht, Mr. Baker. Was ich dir angetan habe, war furchtbar. Was hat denn die Tochter uns bitte schon angetan? Aber ich weiß, wir können weitermachen. Da hast du recht. Du bist ready, dein Leben nochmal von vorne zu beginnen, Mr. Baker. Danke an alle für alles, Leute. Ich hoffe, ich sehe euch eines Tages wieder. Für irgendeinen, aus irgendeinem Grund kümmert mich das alles nicht mehr. Und da verschwinden sie. Beziehungsweise werden wieder normal. Ich will jetzt mal nicht ich kann schon sprechen. Nein, kann ich nicht? Ach, Hilfe. Na, mach ich Überfall 1. Unser Foto. Ja, ein Foto erhalten. Da sind wir wieder. Zu Hause. Willkommen zu der realen Welt, Harold. So, was tust du? Du machst Bilder. Ah, die Fabel über Delfine. Ah, jetzt erinnere ich mich. Das war ein Geschenk für Sarah und Thomas. Oh, das schläft sie, oder? Ich bin so glücklich, euch wieder zu sehen. Ach, dann ist es gerade nachts. Ach so, die schlafen da. Ah, ja, ich sehe sie. Ah, schön. Dokumente, Souvenirs, wie immer zu ihr. Doch nicht. Es ist schön, wieder zurück da zu sein. Wo gehen wir jetzt hin? Ah, wir platzieren das Bild. Wir werden wieder so glücklich sein, so wie damals. Das ist ein Versprechen. True ending, a new beginning. Oh, was ist das? Bonusraum. Alle Fanarts von Empty Head. Cool zu sehen. Was ist das? Mysteriöse White Fox. Cool. Was ist das? Ach, das ist auch White Fox. Okay. Na, ist das was? Also noch von den ganzen Augen hier. Going up, Sarah. Okay. Cool. Ja, so sind. Boah, das ist richtig gut gemalt. Das ist richtig gut gemalt. Boah, da kann ich nur gut zeichnen. Cheerful Sarah. Aha, Fragezeichen. Stimmt, wer war denn das jetzt eigentlich? Wir werden es letztendlich nie erfahren, gell? A cute dog.
Bundesfrau. Cool, gleich mal ja. First try. Two Ending rausgeholt. Plus Bonusraum. Wie schön. Tested by my boyfriend. Ich bin müde. Ja, das war doch echt wunderschön. Wir haben erfahren, warum das Empty Head heißt. Ich weiß nicht, ob ich so die ganze Geschichte kapiert habe, tatsächlich. Da kann auch sein, dass ich zu müde bin, um sie zu kapieren. Aber. Oh, jetzt ist es wieder laut. Aber das war jetzt echt cool, muss ich sagen. Das war richtig cool. Also, das war crazy. Aber das ist echt cute gemacht. Das ist ein cooles Spiel. Ich mag so Spiele. Darum mag ich auch die Cheat-Games. Die sind so, die können das so gut thematisieren, so Probleme. Die können das richtig gut thematisieren. Ich mag RPG-Games. Und am Ende, im Happy oder True End, kapiert immer die Person, dass sie ein Problem hat und akzeptiert ist und wächst aber über sich hinaus. Und es gibt einfach ein Happy End am Schluss. Finde ich halt so schön. Immer so schön, wenn man dann so durch, keine Ahnung, hat ein Problem und dann wacht man im Traum in einem Traum auf und am Ende des Traums erfährt man, wieso man da ist und was der Traum einem erklären will, dass man ein Problem hat, aber dass es einen Ausweg daraus gibt und dass nicht, noch nicht alles verloren ist und so. Das ist einfach schön. Darum mag ich RPG-Games. Die sind schön. Die sind auch immer mit Rätseln gespickt, damit man sich schön aufregen kann. Und seinen Kopf benutzen kann. Obwohl also die Rätsel hier waren echt einfach. Die waren so einfach, dass ich das schon wieder verkompliziert habe, weil ich schwierigere Rätsel gewohnt bin. Deswegen habe ich gedacht, nee, die offensichtliche Antwort kann es nicht sein. Das muss so sagen. Nein. Ja. Ja, ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Ich kann schon nicht mehr reden, ich kann nicht mehr denken. Ich bin müde, wie noch was. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Kikis Let's Play. Ciao! Let me down.